Empfindliche Zähne sind meist das erste Anzeichen für zurückgehendes Zahnfleisch. Spürbar ist dies häufig durch Schmerzen am Zahnfleischrand beim Konsum von sehr kalten oder heißen Speisen und Getränken. Ursächlich für den Zahnfleischrückgang sind meist Entzündungsprozesse an Zahnfleisch und Zahnbett, Gingivitis und Parodontitis. Natürliche Hausmittel gegen Parodontose und Zahnfleischschwund. Kurkuma besitzt eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften. Bei Problemen mit dem Zahnfleisch kannst du dir eine Paste aus 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel Kristallsalz sowie einem halben TL Senföl anrühren und zweimal täglich auftragen. Aloe Vera. Die Anwendung von Aloe Vera kann aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften zu einer deutlichen Verbesserung der bestehenden Zahnfleischentzündung führen. Am besten sollte mehrmals täglich Aloe Vera Gel auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Teebaumöl eignet sich aufgrund seiner stark antiseptischen Wirkung sehr gut, um gegen Bakterien und Entzündungen im Mundraum vorzugehen. Am einfachsten verwendest du hierfür eine Zahncreme mit Teebaumöl. Alternativ kannst du einige Tropfen Teebaumöl mehrmals täglich auf dein Zahnfleisch auftragen. Salbei und Thymian. Eine Mundspülung aus Heilkräutern wie Thymian und Salbei kann bei Zahnfleischerkrankungen schnell zu einer spürbaren Linderung verhelfen. Gib dazu einfach 2 Esslöffel Salbei oder Thymian in eine Tasse heißes Wasser. Nach einer Ziehzeit von 15 Minuten kannst du deine natürliche Mundspülung abseihen. Wir empfehlen, die Mundspülung über den Tag anzuwenden und zu verbrauchen. Ein weiteres Hausmittel, welches sich bei Zahnfleischbluten oder Schmerzen großer Beliebtheit erfreut, ist Nelkenöl. Auch wird täglich etwas Nelkenöl mit dem Finger auf das Zahnfleisch aufgetragen. Grüner Tee. Studien zufolge kann grüner Tee Zahnfleischschwund auf natürliche Weise stoppen. So sollen täglich 2 Gläser grüner Tee ausreichen, um aktiv etwas für die eigene Mundhygiene zu tun. Natron. Eines der bekanntesten Hausmittel bei Zahnfleischentzündungen ist Natron. Die Anwendung gestaltet sich dabei sehr einfach: einfach morgens und abends aus Natron und etwas Wasser eine Paste anrühren und im Anschluss mit dem Finger auf das Zahnfleisch auftragen. Nach 10 Minuten den Mund gründlich ausspülen und die Zähne wie gewohnt putzen. Wir hoffen, dass dir die Mittel helfen, deinen Zahnfleischschwund zu stoppen und deine Schmerzen zu lindern. Hatten Sie dieses Video gefallen? Dann geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Und nehmen Sie kurz die Zeit, dieses Video zu kommentieren. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Sie diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit Sie nichts mehr verpasst.